Und damit nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Tut mir leid, dass ich so klinge. Ich bin gerade ein bisschen müde. Bin gerade erst aufgestanden. Aber wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das Hintergrund-Gameplay in der Timelapse. Liegt daran, dass ich das aus Versehen ohne Ton aufgenommen habe, weil ich kurz davor Minecraft Noctem aufgenommen habe und da habe ich halt nur eine Bildschirmaufnahme gemacht. Und ich habe die Tonaufnahme dann halt nicht wieder hinzugefügt. Ja, deswegen synchronisiere ich so ein bisschen nach und sag, was wir da so gerade tun. Gerade gucke ich so, wie viele Designpunkte wir haben, weil ich ja ein Designprofi haben muss. Dann trainiere ich mich einfach selber. Das mache ich auch noch öfter diese Folge. Kostet ein paar Forschungspunkte. Hab mir auch gerade noch die Fails von uns angeguckt. Unter anderem Yes Woman Sky und Prison Breaker. Da kommt eine neue Konsole, nämlich der DS. Beziehungsweise der GS ja in diesem Spiel. Und Vonny kriegt direkt auch eine neue Konsole, nämlich die Vista, soweit ich weiß. Oder wie auch immer die heißt. Ich weiß nicht mehr ganz. Und da entwickeln wir direkt ein neues Spiel, nämlich den Krankenhaus-Simulator. Ja, haben wir nicht gemacht, obwohl wir das eigentlich vor ein paar Folgen sogar schon erforscht haben. Machen wir natürlich fürs PlaySystem 2 mit 3D-Grafik. Und da wurde der DS veröffentlicht. Story und Quest nicht wichtig, Engine und Gameplay allerdings schon. So, das ist immer so satisfying, wenn das sieht. So, dann kriegen wir wieder eine Presseanfrage fürs Interview. Ich lese mir die kurz durch und wir sind dann natürlich bescheiden. Die Marktanalyse zeigt, dass jetzt gerade Abenteuerspiele beliebt sind. Künstliche Intelligenz und Leveldesign sind ganz wichtig, aber der Rest nicht. Problem ist, die Mitarbeiter sind teilweise überlastet und ihr seht, der Keil hat überhaupt nichts gemacht. Ja, darauf habe ich nicht geachtet, aber es ist eigentlich wichtig, dass sich das ganze Team auf die Entwicklung konzentriert. Und da ist leider noch ein Bug übrig geblieben. Wir haben noch einen Levelaufstieg von mir selbst jetzt gehabt, aber es bringt nicht viel. Und ihr seht, die Bewertungen sind jetzt durchschnittlich. Ja, okay, nicht durchschnittlich, die sind eigentlich ziemlich kacke. 5 ist das Beste, was wir bekommen haben. Aber trotzdem, wir kriegen immerhin Geld dafür. Na, wie ihr seht. Und ich nehme nochmal hier einen Designkurs. Einfach, weil ich halt ein Designspezialist werden will und man dafür 700 Designpunkte braucht. Und ich erst 300 hatte am Anfang dieser Folge. Ich bin auch am Ende noch kein Designspezialist. Keine Sorge, Leute. Ja, programmieren wir gerade alle. Die Dream was wird bald vom Markt genommen. Wir schauen uns den Spielbericht an. Wenn ihr auch nochmal pausiert, könnt ihr auch gucken, was da so wirst du da falsch gemacht haben. Wir werden auf jeden Fall nochmal darauf hingewiesen, dass das ganze Team auf die Entwicklung konzentrieren soll. Und da holen wir uns erstmal noch einen neuen Mitarbeiter mit einem Budget von 40.000 pro Monat. Was tatsächlich ein bisschen viel ist. Letzten Endes nehmen wir dann aber die gute alte Joanne. Die ist aber noch ein bisschen erschöpft. Wir nehmen kleinen Messestand für die Messe. Hat ja in letzter Zeit leider nicht so gut geklappt mit dem Messestand und ich will da nicht so viel rein investieren. Wir erforschen das Thema Weltraum. Und das halbe Team ist komplett erschöpft. Deswegen müssen die auch gleich nochmal alle in den Urlaub. Und da sehen wir unsere G3-Ergebnisse, die dieses Jahr tatsächlich ziemlich gut ausfallen. So, wir haben es leider nicht unter die Top 100 geschafft. So, sie kriegt gar kein Training, aber die anderen werden jetzt erstmal in den Urlaub geschickt von mir. Zumindest gleich. Ja, da werden sie in den Urlaub geschickt. Sie kann das aber überhaupt nicht. Aber ja, im Moment ist nichts mehr in den Trend. Der Markt hat sich wieder normalisiert. Und jetzt haben ein paar ein Fanspiel vom Landwirtschaftssimulator 4 entwickelt. Und unsere Anwälte schlagen vor, dass wir die verklagen. Tun wir natürlich nicht, weil wir dann Fans verlieren würden. Und das will ich nicht. So, jetzt machen wir Star Wars Battleback, nicht Star Wars Battlefront. Aber ja, wie das Spiel ausfallen wird, werden wir gleich sehen. Also Leute, tut mir leid, ich bin auch gerade, ich schaue mir das gerade an. Ich bin auch ein bisschen in Panik. Story und Quest, Gameplay ist alles wichtig, aber wenn ich mal ab und zu nicht so gut reden kann, wie jetzt zum Beispiel gerade, dann tut es mir leid, Leute. So, Dialoge ist sehr wichtig. Und ist mir aufgefallen, dass Joanne überhaupt nichts gemacht hat. Das mit den Mitarbeitern mache ich jetzt bei diesem Spiel ein bisschen besser. Und ihr seht, wir kriegen sehr viele Punkte. Joanne, mach mal was. Ja. Perfekt. Und ja, sehr viele Designpunkte. Ich glaube, wir kommen sogar an die 100. Ja, das habe ich mir in dem Moment auch gedacht. Ja, 100 Punkte erreicht. Keine Bugs. Kein gar nichts. Aber ihr seht, wir haben doppelt so viele Designpunkte wie Technikpunkte. Was natürlich ein bisschen seltsam ist, und das sind die Bewertungen, die sind durchschnittlich.
Ja, obwohl, ja, nicht durchschnittlich sind schon ein bisschen besser, aber ja, nicht das Beste vom Besten. Es gibt Besseres, Leute. So, da verkaufen wir doch nochmal ordentlich Einheiten. Und ich krieg nochmal den Game Design Kurs und Kyle macht gerade einen wunderbaren Spielbericht und die anderen machen einfach gar nichts. Ich hoffe einfach nur, dass sie jetzt nicht irgendwie nochmal erschöpft werden, weil wir die brauchen. Da seht ihr nochmal die Ergebnisse. Weltraum und Abenteuer ist okay, Level Design ist nicht sehr wichtig. Und dann trainiere ich mich nochmal im selben Bereich. Und du machst das Thema Hacking, lieber Kyle. Jetzt tue ich schon so irgendwie, als wäre ich im Game drin. Oh Gott. Aber ja, Leute, das Video ist halt auch ein bisschen kürzer jetzt, weil ich keinen Bock habe, 20 Minuten nachzusynchronisieren. Das wäre nicht so nice. Es ist aber schon schwierig genug, überhaupt diese Audio zu schneiden und so zu machen, dass ihr auf das Bild passt. Wahrscheinlich die aufwendigste Folge Game Dev Tycoon von allen. Könnt ihr mir mal sagen, ob sowas vielleicht auch mal ganz okay ist? Vielleicht passt sowas eher zu City Skylines oder so, wo man dann eine Stadt baut mit einer Timelapse und ich sag dann so, was wir da gerade machen. Dann machen wir einen Computersimulator, der richtet sich natürlich an Erwachsene. Das ist eine Simulation für das Play System mit der Unreal Engine und natürlich der 3D-Grafik Version 2. Gameplay und Engine sind wichtig, Story und Quest allerdings nicht. Und da haben wir auch schon wieder unseren Hype bekommen. Wir nehmen natürlich den kleinen Messestand auf der Convention und mir fällt auf, dass wir tatsächlich schon in Jahr 17 sind. Das ist ja mehr als die Hälfte. Es ist die Hälfte ungefähr. Ja, wir haben jetzt gerade die Hälfte erreicht des Spiels. Oh Mann. Ah, wie schnell es doch geht. Ich wünsche mir das Spiel wäre länger. Es geht halt nur bis zu Jahr 35. Und wir sind jetzt schon in der siebten Folge und haben schon die Hälfte. Es ist schon ein bisschen krass, Alter. So kriegen wir gerade ein Tutorial, weil ich gerade auf Marketing gedrückt habe. Und wir erfahren, dass Marketing sogar schlecht sein kann, wenn wir viel für ein schlechtes Spiel werben. Und wir haben dann gerade in Zeitschriften ein paar Anzeigen für unser Spiel gemacht, inwiefern das irgendwas bringt. So, jetzt werden wir gefragt, ob Dialog oder Grafik wichtiger ist. Wir haben natürlich auf Grafik geglückt, was sich am Ende auch als ganz gute Entscheidung erwiesen hat. Und wir haben zwei neue Rekorde, einige Levelaufstiege, wir haben Erfolge und Surround Sound erreicht. Und wie ihr seht, die Bewertungen sind halbwegs gut. Wir kriegen eigentlich 4 Achten, was aber ziemlich ganz gut ist. Oh nein, eine 7. Schade, doch keine 4 Achten. Aber das Spiel wird trotzdem sehr gut verkauft, wie ihr unschwer erkennen könnt. Dann schicken wir die nochmal in den Urlaub. Der eine macht einen Spielbericht. Ich werde nochmal in Game Design trainiert. Das werden wir die nächsten Folgen auch öfter machen. Und, oh, habe ich geguckt, wie lange die Aufnahme noch ging. War ich jetzt ein bisschen zu faul rauszuschneiden, Leute? Tut mir leid, Leute. Aber ja, gerade wird überhaupt nichts gemacht. Ja, dann machen die. Die erforschen jetzt noch was, nämlich die fortgeschrittenen Zwischensequenzen. Und sie erforschen ein neues Thema, nämlich Katastrophen. Jetzt erreicht ihr soeben die Meldung, bla bla bla. Ja, ein Umsatz von über 500.000. Wir haben Goldstatus mit diesem Spiel erreicht. Das ist ja ganz nice. Neue Themen werden gerade ganz gut angenommen. Diesen Trend nehmen wir uns jetzt auch an. Schicken die alle in den Urlaub. Allerdings, dieser Urlaub ist nicht zu lang und jetzt installieren wir uns ein paar Solarkollektoren, weil wir von der Umweltschutzbehörde angeschrieben wurden. Dadurch ist es Grund auf billiger, bezahlen nur einmalig 200.000. Gut, und dann werden wir natürlich auch besser in den Medien angenommen und so weiter. Und jetzt machen wir den Disaster Simulator. Richtet sich natürlich an Erwachsene. Wir machen echt viele Simulatoren, fällt mir gerade auf. Und da wird gerade in den Branchenneuheiten geschrieben, dass wir Solarkollektoren installiert haben. Und überhaupt, Leute, da fließen die Design- und Technologiepunkte wieder rein. Und wir haben einfach schon 50 Punkte erreicht. Und das so schnell in der ersten von drei Phasen. Dafür kriegen wir aber auch recht viele Bugs. Und Kyle sollte auch mal ein bisschen mehr machen. Das ist dann aber auch schon das letzte Spiel für heute. So, ein Hype von 22. Dann entfernt mal all die Bugs. Und wir haben trotzdem noch einen Bug bekommen, weil irgendjemand einen hinzugefügt hat. Wir haben zwei neue Rekorde. Die nächste Konsolengeneration soll sehr viele Fortschritte bringen.
Und die ersten Bewertungen, ihr seht, die sind ziemlich gut. Jetzt kriegen wir sehr viele 9. Und alle 10. Perfekt. Dadurch kriegen wir jetzt natürlich ordentlich Money. Obwohl das Spiel gar nicht so gut ankommt. Ein kleiner Messestand, ein mittlerer Messestand. Aber das bringt eigentlich auch nichts. So, das Spiel sieht unfassbar gut aus. Und ja, wir kriegen gerade einfach sozusagen sehr gute Bewertungen von den Spielern. Und das war's dann auch schon eigentlich. Viel gibt's nicht mehr zu lesen. Wir gucken uns noch gleich die Ergebnisse von der G3 an. Die kommen nämlich noch gleich reingeflossen. Der Markt hat sich wieder normalisiert und da kommt die G3. Mit unserem mittleren Messestand haben wir 192.000 Leute angelockt. Haben es aber wieder nicht geschafft und da speichere ich und beende die Aufnahme. Ja, Leute, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch trotz allem gefallen. Wenn ja, lasst mich mit einem Daumen nach oben wissen. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten hoffentlich besseren Game Dash Tycoon Video wieder. Ja, tschüss.